90% aller Studierenden lernen und lernen und lernen, aber nichts bleibt hängen. Warum das so ist und wie du es besser machen kannst, gibt's jetzt. 90% aller Studierenden verwenden eine Strategie, die sie schon erfolgreich im Abitur und in der Zeit davor angewendet haben. Das Problem nur, die funktioniert jetzt nicht. Während du in der Schule oftmals kurz vor dem Unterricht einfach die letzten Sachen durchgelesen hast und sie dann 10 Minuten später in der Klausur noch erinnern konntest, ist es jetzt etwas komplexer. Die Stoffmenge hat sich erhöht. Das bedeutet, du kannst nicht einfach vorher alles noch durchlesen, durchlesen, durchlesen und dann weißt du hinterher noch alles, weil die Zeit dafür zu knapp ist. Von daher versuchen viele Leute, ihre Strategie anzupassen und lesen die Sachen immer wieder durch. Sie lesen es, sie lesen es, sie lesen es. Das Problem dabei ist aber, die Informationen bleiben nicht haften. Das eigentliche Lesen und das wiederholende Lesen hat nämlich eine sehr geringe Erinnerungsrate. Man kann da vielleicht 10, 20 Minuten Sachen im Gehirn behalten, aber wenn es länger wird, funktioniert das nicht mehr. Natürlich ist dieses Lesen und Lesen immer wieder anstrengend, aber dann kommen Studierende auf eine tolle Idee und wir fangen an zu markieren. Wir markieren wie die Weltmeister jeden einzelnes Wort, was wir da finden, hier, da, überall. Und wenn wir am Ende des Tages nicht einen kompletten Markierstift leer gemacht haben, dann fühlen wir uns nicht wohl. Nun, da muss ich dich aber enttäuschen, das ist auch keine gute Strategie. Warum? Allein durchs Markieren kommt es nicht in den Verstand. Warum? Weil das alles passive Techniken sind. Passiv bedeutet, du lässt dich nur berieseln. Du lässt die Informationen sozusagen einmal auf deine Augen treffen, in dein Gehirn und dann wandert aber alles gleich wieder hinaus. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn deine Eltern zum 10. Mal sagen, räum doch dein Zimmer auf. Du wirst es trotzdem nicht tun. Die Information geht hier rein und da wieder raus. Warum? Weil es sehr passiv ist. Du kennst die Information schon und wirst sie überhaupt nicht verarbeiten. Das Problem mit allen passiven Strategien, bei denen du nicht aktiv mit dem Gehirn was machst, ist die Illusion der Kompetenz. Das bedeutet, du hast das Gefühl, du könntest es. Nachdem du etwas durchgelesen hast, erscheint dir alles logisch. Du denkst, wow, cool, das habe ich mir gemerkt. Vielleicht hast du auch noch 3 Minuten später die Informationen im Kopf. Aber dann, einen Tag später, sind alle Informationen weg und du fragst dich, bin ich zu blöd zum Lernen? Und die Antwort ist nein, sondern deine Lernstrategie ist einfach unangebracht und sie ist einfach nur eine Katastrophe. Und in dieser Katastrophe fühlst du keine Illusion der Kompetenz. Hier fühlst du eher dein Drama-Lama, dieses vorher dein aufbauschendes Ego, was sagt, ich kann alles, ich kann das alles, geht auf einmal ins Gegenteil über und sagt, du kannst nichts, du bist nicht gut genug, vielleicht solltest du dein Studium abbrechen. Und das kann man einfach lösen, indem man eine andere Lernstrategie verwendet und nicht immer markieren, markieren. Markieren. Auf der anderen Seite ist die bessere Alternative die aktiven Strategien. Hier geht es darum, mit der Information etwas zu tun. Du schaust sie dir nicht nur an und sagst, okay, kenne ich schon, weiß ich schon, ja, kann man sich anschauen, sondern nein, du versuchst sie im Geist zu verarbeiten. Das kann daher rühren, dass du entweder dir Fragen dazu stellst, es kann sein, dass du dich dazu abfragst oder du testest dich dazu und wendest die Sachen wieder an. Eine einfache Strategie dabei, die du sofort anwenden kannst, ist immer der Active Recall. Das bedeutet, dass du eine aktive Abrufung deiner Informationen gleich nachdem du sie gelesen hast, machst. Nehmen wir an, du hast gerade ein Buch zur Hand, wie zum Beispiel mein neues Buch Motiviert studiert, und du liest 3 Seiten. Diese 3 Seiten schaust du dir an, dann machst du es zu und fragst dich, was habe ich gerade gelesen? Allein dadurch kannst du deine Erinnerungsleistung schon verdreifachen. Einfach, weil du aktiv mit der Information jetzt noch was gemacht hast und versuchst, diese Informationen aus deinem Geist herauszuziehen, ohne dich eigentlich auf die Informationsquelle zu stützen. Das heißt, dein Gehirn ist auf dich alleine gestellt und das ist sehr ähnlich zu der Situation, die in einer Prüfung darstellt. Denn oftmals durch die Illusion der Kompetenz ist es so, wir haben es schon 3-mal gelesen, wir kennen das schon. Aber nein, es ist nicht abgespeichert, sondern es ist nur passiv abgespeichert, was bedeutet, du erkennst die Sachen wieder. Und abgesehen von Multiple-Choice-Prüfungen ist das leider nicht sinnvoll in den meisten anderen Prüfungsformaten. Eine Möglichkeit, jetzt aktiv zu werden, ist auf den Like-Button zu drücken. Dadurch werden dir mehr Videos von mir angeschaut und jedes Mal, wenn du wieder eine Impression zu einem meiner Videos siehst, wirst du aktiv daran erinnert, dass du dieses Video geschaut hast. Für die praktische Strategie komme ich mal ein bisschen näher. Was wir hier haben, ist eine einfache Strategie, mit der du das Lesen von Informationen besser abspeichern kannst. Und hier geht es nicht darum, immer wieder zu lesen, diese 3R-Strategie, sondern nach dem Reden es zu rezitieren und danach zu reviewen. Fangen wir an mit dem ersten.
Du gehst durch deine Informationen durch. Du schaust dir jede einzelne Information an. Danach machst du die kompletten Unterlagen zu. Im zweiten Schritt geht es ums Rezitieren oder Wiederholen. Nachdem alle Unterlagen zu sind, musst du versuchen, aktiv die Informationen aus deinem Geist herauszuholen. Wenn du etwas nicht weißt, kein Problem, dann gehst du dann einfach, nachdem du alles wiederholt hast, in die Review-Phase und schaust dir alles nochmal an und vor allem die Dinge, die du nicht gewusst hast. Und das Spannende mit dieser Strategie ist, du kannst dreimal schneller lernen, als wenn du die Sachen immer nur durchlesen musst. Das heißt, du musst gar nicht viel ändern, sondern machst diese 3R-Regel und schon bist du besser dran. Diese 3R-Strategien verwenden vor allem Mediziner und Medizinerinnen, wenn sie für ihre Prüfung lernen. Für mich ist es eigentlich der schwierigste Studiengang der Welt. Bist du anderer Meinung? Hau es in die Kommentare. Und hier ist es so, dass die oftmals ganze Bücher auswendig lernen müssen. Und sie haben keine Zeit, das zu wiederholen und auch tiefgründig zu verstehen. Was machen sie? Sie lesen 3-4 Seiten in einem Buch, dann halten sie zu und fragen sich, was sie gerade gelesen haben. Dann gucken sie nach, was sie nicht gewusst haben und gehen zu den nächsten Seiten über. Und ganz ehrlich, wenn du keine Zeit hast, musst du effektiv werden. Und absolut produktiv wirst du mit meinem Buch Motiviert studiert oder dem gleichnamigen Online-Kurs. Beide sind so unterhaltsam gestaltet, dass du danach einfach nur mehr Bock aufs Lernen hast. Eine besonders gute Technik, um komplexe Konstrukte, Konzepte und ganze Fächer zu lernen, ist die Feynman-Technik. Sie kommt von dem Physiker Richard Feynman und er hat auch mit nicht ganz so viel Intelligenz unglaubliche Dinge leisten können, weil er in der Lage war, Sachen von Grund aus zu begreifen. Sein Vater hatte eine ganz intuitive Art und Weise, an das Lernen heranzutreten. Wenn er mit ihm durch den Wald gegangen ist, fragte er ihn nicht ab, wie dieser Baum heißt, was für eine Art von Blatt das ist oder welches Tier du da gerade siehst, sondern er fragte ihn, schau dir mal an dieses Blatt, warum ist das grün, warum hatte es die Form. Weil allein das Konzept dahinter zu verstehen, ist viel, viel effektiver als 1000 Namen auswendig zu lernen von irgendeinem Baum. Und vielleicht kennst du das aus der Uni und vielleicht frustriert dich das auch, dass es oftmals zu sehr ums Auswendiglernen geht und nicht so sehr ums Verstehen. Wenn ja, schreib es doch mal in die Kommentare. Richard Feynmans Technik besteht aus nur 4 Schritten, die sehr, sehr einfach sind. Das erste ist, du beschäftigst dich mit dem aktuellen Material auf deine Art und Weise, wie es dir Spaß macht. Wenn du Lust hast, die Sachen zu durchdringen, dann tu das. Wenn du Lust hast, dazu Notizen zu machen, dann tu das. Wenn du Lust hast, darauf einfach Aufgaben zu lösen, dann mach das. Und wenn du es auf deine Seite versucht hast, machst du dann irgendwann alles zu. Jetzt versuchst du laut, es jemandem zu erklären, der in der 6. Klasse ist. Du versuchst einfache Worte zu verwenden, um es wirklich verständlich auszudrücken. Hierbei wirst du wahrscheinlich immer wieder an Punkte kommen, die du gar nicht klar ausdrücken kannst. Das ist vollkommen okay und das ist auch der Sinn dieser Übung. Schreib dir diese Punkte auf. Hier geht es darum, nochmal zurück zum Material zu gehen, es dir genau anzuschauen, auf deine Art und Weise und die Wissenslücken aufzufüllen. Nach dem Auffüllen der Wissenslücken kommt Phase 4. Hier geht es nochmal darum, dich zu überprüfen, ob du jetzt alle Informationen hast. Wenn ja, super. Wenn nicht, vielleicht vereinfachst du die Sachen wieder und kehrst nochmal zu deinen Stoffinhalten zurück. So kannst du das Schritt für Schritt für Schritt angehen und es immer besser verstehen. Idealerweise verbindest du diese Technik mit der Spaced Repetition Methode, wo ich hier oben ein Video für dich verlinkt habe.